Am Wort ist Magistra Christiane Brunner. Bitte, Frau Pöderle. Danke, Herr Präsident, Herr Minister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die Gewerbeordnung ist, da geht es ja nicht nur um Gewerbezulassungen, sondern die Gewerbeordnung entscheidet auch über die Genehmigung von Betriebsanlagen, zum Beispiel. Es geht um das Betriebsrecht. Und somit ist die Gewerbeordnung auch ein zentrales Umweltrecht. Ich bin ganz froh, dass jetzt hier eine zweite Runde im Ausschuss eingeleitet wird, weil in dem bisherigen Stand aus grüner Sicht es massive Verschlechterungen und Kritik gegeben hat, Verschlechterungen für die Situation der Umwelt und für die Rechte von Anrainerinnen und Anrainer. Also nur einige Beispiele. Es wäre zu einer Ausweitung des vereinfachten Verfahrens gekommen. Parteienrechte von Anrainerinnen werden entfallen, auch Parteienrechte der Umweltanwaltschaften, der Naturschutz wäre unter die Räder gekommen. Es wäre zu einer Bevorzugung von Privatsachverständigen im Vergleich zu Amtssachverständigen gekommen. Das alles sehen wir aus Umweltsicht kontraproduktiv, und ich glaube auch nicht, dass das zu schnelleren Verfahren führen würde. Der Vollzug war auch völlig unklar. Also es war zum Beispiel unklar, wenn da jetzt zum Beispiel bautechnische Kriterien okay sind, aber ein Projekt der Flächenwidmung widerspricht, wie damit umzugehen ist. Also ich glaube, da müssen wir noch weiter arbeiten und diese Unklarheiten lösen. Es hat einen Haufen von Stellungnahmen gegeben, von Umweltanwaltschaften, von Gemeindebund, Städtebund. Die sollen wir jetzt alle berücksichtigen. Es gibt auch einiges nachzulesen im Recht der Umwelt, gerade auch zu dieser Frage Amtssachverständige, Privatsachverständige. Da gilt es jetzt weiter zu arbeiten, und wir Grüne sind sicher bereit, auch mitzuarbeiten. Ich möchte erwähnen, dass Österreich ohnehin säumig ist bei der Umsetzung von Umweltrechten bei Umweltorganisationen, Stichwort Aarhus-Konvention. Auch hier haben wir schon seit Jahren einen Antrag in diesem Haus liegen. Es darf nicht sein, dass Verfahrensrechte, Anrainerinnenrechte, Umweltrechte weiter abgebaut werden. Wir Grüne sind für einen One-Stop-Shop zu haben. Aber dann müssen auch alle die Rechte haben und alle Interessen, wie auch der Naturschutz und der Umweltschutz, dort mit integriert werden. Es kann nicht sein, dass es einen One-Stop-Shop gibt und das dann auf die Seite gewischt wird. Also Verfahrenskonzentration ja, aber Parteienrechte und Umweltinteressen aufrechterhalten. Das ist auch mein Angebot, dass wir hier gerne mitarbeiten. Ja, ich sehe diese zweite Runde jetzt eine Chance, nämlich dass wir diese Stellungnahmen auch alle einarbeiten und zu wirklichen Verfahrenserleichterungen für die Betroffenen im Einklang mit Umwelt- und Anrainerinnen kommen. Danke. So, Christiane Brunner, die grüne Umweltsprecherin.